So, und da sind wir wieder zurück beim Fußballmanager 13 hier mit dem André vom Bausch Bern LP. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich das Stadion jetzt schon ausgebaut. Hier passen insgesamt jetzt auf diese eine kleine Tribüne passen jetzt schon 5200, wenn man jetzt mal die ganze Westseite oder Ostseite oder ich weiß gar nicht, was das dann überhaupt ist. Also ich weiß nicht mal, ob das hier eine Südtribüne ist oder ob das hier eine Nordtribüne, also ob das jetzt hier eine Süd- oder Nordtribüne ist, das weiß ich überhaupt nicht. Weil ich ja nicht weiß, in welche Richtung dann das Stadion überhaupt gucken wird. Man erfährt ja nur hinter dem Tor 1 und hinter dem Tor 2. Ich kann jetzt also nur vermuten, dass hinter dem Tor 2 bedeutet, dass es dann Richtung Süden neigt. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, ich habe hier das so gemacht, dass, wie im Westfalenstadion ist, dass hinter dem Tor 2, also die beiden hier, dass es dann nur Stehtribünen sind und da passen dann insgesamt mit denen hier passen 4000 drauf, hier auch 4000, also sind das dann eigentlich schon 8000 Stehplätze. Hier habe ich nur Sitzplätze gemacht, wenn ich mich recht entsinne, ja. Das sind dann 4200. Hier in den Ecken bin ich so bei 3500, hier nur 3100 und hier drüben ist es ganz groß 5000, über 5000 Plätze, also gepaart mit Steh- und Sitzplätzen, also einmal immer 1000 Stehplätze und dann jeweils unterschiedliche Sitzplatzanzahl. So, das wäre so die Haupttribünen. Damit hätte ich euch das ja gezeigt. Also insgesamt passen mehr als 55.000 Menschen in dieses Stadion. Das SC Delitzsch, da kommen sicherlich auch ganz viele. Hier schon meine Urkunde. Ich finde das Logo geil. Einfach, ich finde es lustig, wie die Axt so im Bär drin ist und der schreit so schön so. Oh! Ja, und natürlich André Bauschibär. Wir sind jetzt der Präsident dieses Vereins. Haben natürlich unseren eigenen Namen mit drin, in einem Stadion eher gesagt. Da wir der Gründer sind, finde ich, passt das schon ganz gut. Haben hier am 1. Juli das gegründet. Und da passt auch das Erstellungsjahr. So. Sportclub Delitzsch, ganz simpel. Die 2012 wollte ich nicht im Namen drin haben. Ich meine, Borussia Dortmund zum Beispiel heißt ja lang Ballspielverein Borussia Dortmund 1909. Und wenn man jetzt auch, man könnte auch nicht nur, ich glaube, e.V. steht manchmal dran, weil es eben eingetragener Verein ist und manchmal auch KGA, AG, das heißt so viel wie Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis. Ich weiß jetzt nicht, KGAA, also KG groß und dann ein kleines A und dann ein großes A. Das heißt Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis, so rum war es. Aber ich weiß nicht genau, wie das mit den Firmen da funktioniert und wir machen es einfach. Sportclub Delitzsch ist simpel. Es gibt schon einen FC Delitzsch, einen ESV Delitzsch und Schieß mich tot. Aber die interessieren uns jetzt mal nicht. Wir haben uns jetzt für die dritte Liga entschieden. Da ich denke, die dritte Liga schon eine eigene Liga ist. Wir sind auch schon im Pokal mit dabei. So, da sehen wir hier mal so die ganzen anderen Vereine, die noch mit drin sind. Natürlich Dortmund, die ganz großen Vereine, Bayern und wie sie alle heißen. Aber auch hier zum Beispiel Chemnitzer FC, es ist Regionalliga, wenn ich mich nicht irre. Oder das Chemnitz, waren die schon dritte Liga? Weiß ich gar nicht mehr. Und Red Bull Leipzig, oder halt, entschuldigt, Rasenball Leipzig. Das ist auch so ein Verein, wo man sich drüber streiten kann, was man davon halten soll. Rasenball Leipzig, wo der ganz große Sponsor Red Bull dahinter steht. Naja, ist eine Ansichtssache. Für den ostdeutschen Fußball ist natürlich das, sowas wie Rasenball Leipzig die einzige Chance, sag ich mal, so in Richtung Bundesliga zu gehen. Weil wenn ich mir so die anderen Vereine angucke, da ist nicht viel mit Bundesliga. Ich meine, ganz groß war da mal Hansa Rostock, wenn man jetzt den Osten betrachtet und wenn man jetzt mal aus der Region Sachsen, von der Region Sachsen ausgeht, da waren gerade mal so richtig erfolgreich Leipzig, also Lok Leipzig heißen sie heute. Früher hieß es VB Leipzig. Oder VfB Leipzig, entschuldigt, ja, VfB Leipzig. Vereinsfußball oder Vereinsfußball Leipzig, irgendwie so, na, ist egal. Ich will jetzt hier aber nicht so über Leipzig labern, aber ich habe jetzt mal gedacht, was soll's. Ich nehme jetzt mal, ich sehe zu, dass mal meine Heimatstadt erfolgreich wird. Im Fußball leider, aber auch nur virtuell. Holstein Kiel gegen könnten wir jetzt alles langsam ausloten oder wir drücken auf schnell. Und jetzt habe ich zu schnell gedrückt und wir wissen leider nicht, was unser Gegner ist. Ja, das tut mir jetzt leid. Naja, wie gesagt, hier sieht man jetzt Wolfsburg. Das ist schön. Dritte Liga, da sind wir mit dabei. Und dann auch hier die ganzen anderen Vereine. In der unteren Liga wäre es so gewesen, dass nicht alle Vereine lizenziert sind mit echten Logos und etc. Aber ich wollte dann doch schon etwas nehmen, was schon ein bisschen besser aussieht. So.
Weil ich glaube auch nur die dritte Liga ist hier noch richtig komplett lizenziert und dann gibt es von den einzelnen Unterligen noch vereinzelte Vereine, wo es dann mal eben halt die Rechte dran gibt. So, und jetzt haben wir hier unseren Manager, unser Ding offen natürlich. Sozusagen unser erster Arbeitstag. Eine neue Herausforderung für André Baugibert. So, Rudy Higgins von Derry City angeboten. Ein Spielberater ruft sie an und sagt, was? Wie heißt der Typ? Nicht Rudi, habe ich da einen Scheiß gelesen. Huaydri. Also nee. Ach du Scheiße, Higgins. Huadiri. Das sind so richtige Zungenbrecher hier. Solche Namen sollte man verbieten. Higgins, naja. 27 ist er alt und kommt von Derry City. Ein Verein, den ich überhaupt nicht kenne. Möchten Sie Verhandlungen aufnehmen? 67er Wertung? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Naja, für 27, okay, das geht eigentlich noch. Gucken wir mal an, was wir so überhaupt an Spielern haben. Florian Horstmann, naja, da sind die Wertungen jetzt nicht so dolle. Und da wäre doch so ein Mittelfeld eine starke Besetzung. Also mit 27, ja, das geht noch, da können wir ein paar Jahre spielen lassen. Ja, nehmen wir mal an. Ja, genug, da kann ich euch mal zeigen, wie man hier Verträge macht. So, Grundlage für weitere Verhandlungen. Ja, Ablösesumme 70.000. Gehalt 80.000 Euro. Ja, wo steht hier der Marktwert? Das ist ein Fragezeichen und Mindestablöse gibt es auch keine Angabe. Was wissen wir denn? Der Spieler möchte gerne bei seinem Verein bleiben. Der Verein lässt bei einem akzeptablen Angebot sicher mit sich reden. Ach so. Fair 85.000. Mehr würde ich auch nicht bieten für den. Also, das ist dann schon mehr als sein Gehalt und ich glaube, so ein Wucher ist er dann auch nicht, wiederum nicht. Wir können es ja mal Angebot unterbreiten. So, ist denke ich okay. Ihr Angebot für Higgins wurde von Derry City akzeptiert. Der Berater des Spielers wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die genaue Vereinbarung ausarbeiten. So, Mitgliedsbeiträge haben wir auch gekriegt. Ihr Verein hat 9.530 Euro aus Mitgliedsbeiträgen für diese neue Saison erhalten. Sie können versuchen, durch eine Mitgliedskampagne die Anzahl der Mitglieder zu erhöhen. Dies ist über den Finanzbildschirm zu erreichen. Der Verein besitzt derzeit 381 zahlende Mitglieder. Ich hatte, glaube ich, mal ein paar mehr, wo ich eine andere Speicherung hatte zum Test. Joa, ich habe mir jetzt auch leider nicht die richtige Managerfresse hier ausgesucht, aber ist mir eigentlich auch egal. Lassen wir so. Angebot von Hauptsponsor. Na, gehen wir mal zum Sponsoring. Ich werde ja dann eh so gewisse Aufgaben. Das werden wir gleich machen. Name, Versandhaus. Ja, das heißt einfach Versandhaus, ohne echten Namen, Laufzeit 2 Jahre. Ja, wie sieht denn da das Logo aus? So etwa? Also, und jetzt müssen wir hier einen richtigen Zeitpunkt abwarten. Und am richtigen Moment unterschreiben und dann haben wir es so gemacht, dass die Summe höher ist. Ja, okay, nehmen wir so. Oder können wir jetzt hier weitermachen? Nö, können wir nicht. Naja. Nehmen wir das mal, haben wir sogar noch ein bisschen Geld rausgepusht. Status 2 von 4, was heißt das jetzt hier? Rechtsklicken auf das Logo eines Sponsors, um Interaktionsmöglichkeiten zu sehen. Vertrag auflesen, um Geld bitten, Meet and Greet. Ach ja, Meet and Greet werden wir noch machen. Das heißt, die können dann, da kann dann der Sponsor vom Verein, einen Spieler vom Verein treffen. Und ja, keine Ahnung, was die da machen. Das weiß ich auch noch nicht so genau, was das genau bringt. Also eben, man kann damit die Stimmung beim Sponsor heben. Hier ist ja sehr wichtig beim Fußballmanager, dass man eben die Laune bei den Leuten gut hält. Also hier geht es auch sehr viel ins Soziale rein und auch muss man immer wieder Spielergespräche machen und dann geht es auch um die Zusammenarbeit mit den Spielern. Also da ist nicht nur so Wert auf Fußballerische gelegt, sondern eben auch viele andere Punkte und da gibt es noch einige Sachen, die wir jetzt hier machen müssen.
So, und als nächstes würde ich sagen, Meet and Greet machen wir jetzt noch nicht, da kümmern wir uns später drum. Wurde angenommen, okay. Ja, und dann kriegen wir sicherlich bei einer Benachrichtigung. Zeigen wir auch nochmal her. Angebot vom Hauptsponsor. Mitgliedsbeiträge habe ich schon vorgelesen. Saisonvorbereitung. Möchten Sie Ihren Co-Trainer damit beauftragen, die Saisonvorbereitung für Sie zu planen? Das beinhaltet Ihr Training, ein Trainingslager sowie Freundschaftsspiele. Ach ja, kann er ruhig machen. Da fällt mir das schon mal weg. Weil wir werden ja eh noch einiges zu tun haben. Hier die, übrigens die Willkommensnachricht, ganz wichtig. Willkommen im Verein. Die Hinweise sollen Ihnen helfen, sich hier zurechtzufinden. Sie können auf sämtliche Managementfunktionen über die Menüs am oberen Rand des Bildschirms zugreifen. Team, Transfers, Verein, Infrastruktur und Karriere. Über Zentrale erhalten Sie einen Überblick über Ihre Mannschaft. In der rechten oberen Ecke finden Sie einige Funktionen, um sich zusätzliche Informationen zu verschaffen. Also, das sind dann zum Beispiel die Optionen und so ein Kram. Kann man Einstellungen vornehmen. Da habe ich aber schon im Vorfeld ein bisschen was eingestellt. So, jetzt gucken wir mal. Das ist hier so die Zentrale. Hier sieht man eben, wenn Probleme auftauchen, wie zum Beispiel. Keiner Ihrer Jugendspieler hat einen Mentor. Sie sollten diese zuweisen, um die Entwicklung der Spieler zu verbessern. Ihre Mannschaft ist nicht fit. Sie müssen mehr Kondition machen. Ja, ja, ich würde mal sagen, es gibt ja auch andere Teamleute. Ja, mit dem Trainingsplan habe ich eh noch keinen Durchblick so richtig. Ja, Kondition, Hart, Ausdauer, Wocheneditor. Könnte man jetzt hier einen neuen Plan festlegen? Will ich ehrlich gesagt weniger machen? Da gucken wir einfach mal bei, ich denke mal so die Trainingspläne und den Kram, das lasse ich raus, das werde ich nicht machen. Ja, was haben die? Alter, Stärken sind eigentlich ganz gut, die Werte. Da können wir das dann unseren Leuten überlassen. Hier heißt auch sogar einer meiner Kollegen André, das ist dann mein Mannschaftsarzt. Da kann man sicherlich bei dem gemeinschaftlichen Kaffee dumme Witze reißen, schlechte Grotten, schlechte Witze. Sowas wie, ach, du heißt ja auch André, na, so ein Zufall aber auch. Aber darüber will ich jetzt nicht weitergehen, drauf eingehen. Ja, ich würde sagen, Aufgaben übertragen. Stellt automatisch auf. Setzt Bankautomat. Besetzt Bankautomatisch, das übernehmen wir auch. Legt Einsatz und Taktik fest. Ja, zum Teil. Weist Aufgaben zu. Das können der Co-Trainer machen. Wir haben, glaube, bei Mitarbeitern haben wir haben sogar zwei Trainer. Einer ist sehr gut im Spielertraining. Das ist der Tim Chumakov. Ja, Herr Chumakov wird dann, denke ich mal, das Spielertraining in vielen Punkten übernehmen. Und der ältere Herr Dospel, der 62 Jahre alte Herr Dospel, der wird dann, ja, was würden der machen? Kann man hier so ein paar Informationen erhalten? Mitarbeiterinfo, ja, kann man. Stärke, Co-Trainer, Jugendtrainer und Torwarttrainer. Aha. Und hier der Herr Dospel, der ist in allen Bereichen, kannst du sagen, fast besser, außer bei Amateurtrainer, da ist er auch gleich gut. Also sind noch die einzelnen Stellen. Hier unten sieht man noch die einzelnen Fähigkeiten. Und da gucken wir mal. Da ist er auch überall besser anscheinend, oder? Gibt es da einen Bereich, wo der besser ist? Ja, der ist überall besser eigentlich. Und Taktik hat er jetzt auch nicht so eine besondere Wertung. Der ist mehr sehr defensiv ausgerichtet und der andere Trainer ist 4-3-2-1, auch sehr defensiv ausgerichteter Trainer. Ja, da würde ich vorschlagen. Würde ich fast vorschlagen, Fitness. Wie machen wir das jetzt hier? Ja, die ist ja bei beiden, die ist ja bei beiden. Kann der motivieren? Nee, kann der auch nicht. Also können ja, aber nicht so doll. Da würde ich sagen, den Herrn Schumakow nehmen wir für die meisten Sachen. Als Co-Trainer, dass wir das mal auch verglichen haben, als Amateurtrainer, was hat der für eine Wertung? Ja, wieso haben wir denn einen Amateurtrainer? Dann können wir eigentlich den Herrn Dospel doch als Amateurtrainer nehmen.
Ein Torwarttrainer haben wir auch, ne, Torwarttraining ist ja gut, ne? Das kann er dann im Jugendbereich machen. Ja, kann ich denen jetzt eine andere Aufgabe zuweisen? Gehen wir mal um. Ach so, ich kann denen jetzt hier noch eine andere Stelle geben. Ja, aber ist ja Käse. Wieso kann ich den nicht als Dingstrainer einsetzen? Weil eigentlich brauchen wir ja nur einen Co-Trainer. Torwarttraining kann ja gut noch. Ach Mensch. Ja, so rüberrücken kann ich den auch nicht. Na, gucken wir mal. Aufgaben übertragen. Legt Einsatz und Taktik fest. Dann nehmen wir den Herrn Schumakow. Weist Aufgaben zu, macht auch der Herr Schumakow. Wechselt im Spiel aus. Das werden wir tun. Weil ich habe beschlossen, die Spieler, denke ich mal, auch herzuzeigen. Ändert Einsatz und Taktik. Macht Schumakow. Erstellt Trainingsplan. Nee, Spielertraining kann der ja ganz gut. Legt Trainingsziele fest. Ja, irgendwas muss der Herr Dospel doch auch machen. Ach, dann ist der halt der Co-Trainer von Herrn Schumakow. Sozusagen. Wo es beide alles bloß Co-Trainer. Verschiebt Spieler zwischen erster und zweiter Mannschaft. Das machen wir auf jeden Fall. Verpflichtet Jugendspieler. Das macht Peter Kramer. Stellt Reservemannschaft auf. Also die Amateurmannschaft. Macht auch der Amateurtrainer. So, die sollen schön den Jugendbereich machen, einer den Amateurbereich und also die zweite Mannschaft. Und wir machen den ersten Bereich wichtig, wir stellen auf, wir besetzen die Bank. Einsatz und Taktik, ja, das will ich jetzt nicht so unbedingt immer machen, jedes Mal einen Trainingsplan aufstellen und etc. Das ist sehr zeitaufwendig und können die Kollegen machen. Natürlich, wenn man es ganz ausreizen will, das Spiel, dann sollte man das natürlich alles selber machen, aber da ist immer so eine Sache, wie stellt man sein Team am besten auf? Man kann auch noch seine Aufstellung bewerten lassen. Ja, hier sehen wir die Fittigkeit unserer Spieler und die ist ja ehrlich gesagt nicht so dolle. Von der Stärke her haben wir diesmal einen sehr starken Keeper abgekriegt, das ist auch ganz okay so. Alter, da ist Ersatzkeeper älter diesmal. Meistens ist es immer so, dass mein Trainer, die Torhüter eben sehr alt schon sind und dafür eine gewisse Stärke haben, aber mein letzter, der war nicht so dolle. Von den Wertungen her geht's eigentlich noch. Gucken wir mal, was haben wir denn noch so auf der Bank? Haben wir da irgendwas? Der ist aber schon ein bisschen alt. Bringt uns also nicht wirklich was, den jetzt reinzuholen. Der wäre zwar besser als der Gäbler zum Beispiel hier. Dafür ist er auch schon alt und ich will mir auch auf junge Spieler setzen, weil das bringt ja nichts, jetzt die ganzen alten Leutchen da reinzuholen. Ja, den seine Wertung ist auch noch ganz okay. Könnte man mitnehmen, statt dem alten Haudegen hier, der uns eh nichts mehr viel bringen wird. Ja, der 25-Jährige ist auch noch, naja, das ist jetzt nicht so eine tolle Wertung, können wir draußen lassen, dann nehmen wir dann doch mal wieder lieber so einen alten Hasen. Ich will weniger auf alte Leutchen setzen, also nichts gegen ältere Spieler, aber braucht man jetzt nicht so. So vom Alter her sind die, der ja zum Beispiel der Stürmer, der ist ja schon hundsalt. Da werden wir uns eh einen neuen holen, weil ich weiß nicht, ob ich die Aufstellung so lasse. Gut, das war ja Tschumakows Stärke, wenn er da die Taktik festlegen will. Wir könnten auch. Ich würde auch liebend gern so hier ähnlich spielen. Oder. Nee, wo haben wir es? 4-5-1 was, glaube. Ja, da hätten wir dann auch ideal Leute, um sie zu besetzen, obwohl wir reichlich Stürmer mehr haben, die in dem Fall. Und da würde der Offensive auch zur Geltung kommen. Ja, ich überlege. Wir machen doch 4-4-2. Wären da die Werte besser? Ja. Ach, lassen wir es jetzt erstmal so für den Anfang. Kann ich den noch verschieben?
Ja, kann ich. Ein bisschen vielleicht verschieben die Leute hier. Ja, puh. Nehmen wir so, denke ich mal, die Außen lasse ich weiter hinten, die könnte ich, will ich ruhig weiter vorne haben hier. Und die müssen natürlich schnell sein. Was soll's, vielleicht werde ich noch ein, zwei Spieler verpflichten. Ein paar gute, das werden wir jetzt, denke ich, auch gleich machen. Aber erstmal gucken wir hier, News Center ist nichts, erste Mannschaft ist aufgestellt, zweite Mannschaft anscheinend auch. Jugendmannschaft, Mentoren zu weisen. Hier gibt es auch noch Verträge, die wir anbieten können. Da gucken wir mal. Stärke. Ja, besonders stark sind die jetzt diesmal nicht. Eine 40er Wertung, nee, wäre vielleicht noch ganz okay. Aber wenn, dann eher für die zweite Mannschaft. Vertrag. Vertragsverhandlungen für die zweite Mannschaft. 16 Jahre ist er alt. Kriegt er dann meinetwegen auch ein bisschen mehr? Kriegt er meinetwegen über 1000, 1200? Ach, machen wir 1300, wir sind ein guter Verein. Nächste Saison aber erst. Und dann 5 Jahre sogar. Zweite Mannschaft. Das ist eigentlich gut. Wir könnten ihn auch in die aktuelle Saison reinbringen. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein gutes Angebot hier. Na komm, sagen wir mal so. Sind wir mal großzügig zu so einem Kleinen, auch wenn er vielleicht nie große Chance kriegt. Burak Üzat möchte sich zunächst mit seinem Berater und einem anderen besprechen. Er wird sich in ein paar Tagen wieder bei Ihnen melden. Okay. Ja. Hier sieht man mal unser schönes Handy, was wir hier haben. Mein Handy im echten Leben ist nicht mal so toll, weil ich nichts von diesem ganzen neuen Schnickschnack halte. So, Herausforderung. Steht da schon was? Nein, da steht noch nichts. Hier die Tabelle, da tut sich logischerweise jetzt noch nichts. Da müssen wir erstmal noch dafür sorgen, dass wir ja dort uns Punkte krallen und dort einen Namen machen. So, hier sieht man die Liste der Spiele. Ach, hier die Pläne. Freundschaftsspiel Cottbus, Heimspiel dann gegen Offenbach haben wir. Dazu kommen wir aber später noch. Gucken wir mal noch so weiter in die Zentrale, was es noch Wichtiges zu erledigen gibt. Verein, Ihr Mitarbeiterstab befindet sich im besten Zustand. Mindestens einer Ihrer Scouts hat derzeit nichts zu tun. Na, dann machen wir das doch mal. Nächsten Gegner auf beobachten und dem hier können wir hier eine Aufgabe zuweisen, neue Aufgabe zuweisen. Nächsten Gegner beobachten, das wäre ja Käse, das macht schon jemand. Ein Spiel beobachten, allgemeines Scouting, eine Mannschaft beobachten. Allgemeines Scouting. Größe. Eine Mannschaft beobachten wäre doch, denke ich, sinnvoller. Auswählen. Ja, da gucken wir mal. Und zwar in Deutschland. Ja, wen könnte man da mal gucken? In der unteren Liga vielleicht. Zweite Mannschaften, dritte Liga, gucken wir mal. Und da gucken wir mal beim Hansa Rostock, würde ich sagen. Da gibt es vielleicht den ein oder anderen brauchbaren Spieler. Alle, ja, soll er ruhig gucken, was er da findet. Und ja, wie jetzt? Auswählen. Haben wir doch gerade, er müsste jetzt eigentlich hier stehen. Wie jetzt? Wir wollen in Deutschland. Jetzt darf ich das alles nochmal machen. So. Dritte Liga, weil es da realistisch ist, einen Transfer hinzukriegen. Vielleicht auch schon mit der, was weiß ich, wie vielen Liga. FC Hansa Rostock. Alle. Ach so. Okay. Ja, dann lassen wir das tun. So, und dann kommen wir zum nächsten Bereich. Kalender, erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Gucken wir doch mal in die zweite Mannschaft. Was gibt's denn da so für junge, geladene Spieler? Stärke? Was? Also die zweite Mannschaft ist ja... Wenn das die Stärke ist, ich dachte erst einen Moment, das ist das Alter, dann ist das ja echt lahm.
Also da können wir ja echt ein paar Jugendspieler schon verpflichten. Ja, ich würde sagen, ein paar Jugendspieler könnten dem Team gut tun. Verein, Mitarbeiter, nein, da will ich nicht hin. Ja, hier geht's auf Jugendmannschaft. Da können wir ja sogar so einige übernehmen hier. Weil unsere zweite Mannschaft, die ist grottenschlecht. Die ist wirklich grottenschlecht. Hier hat nicht mal einer eine Wertung von 30. Da würde ich sagen, wir geben jetzt den Jugendspielern neue Verträge. Nein, hier noch nicht hin. Das Training kann dann der Kollege machen. Ja, den haben wir leider schon angeboten und verbreitet. Vertrag. Vertragsverhandlungen. Aktuelle Saison. Ruhig 4 Jahre. Zweite Mannschaft. Liegt da meinetwegen 1004. Ist, denke ich, ganz akzeptabel für eine zweite Mannschaft. So, und der kriegt auch. Ja, ich denke mal, das werde ich jetzt rausschneiden. Und wir sehen uns, wenn ich dann hier den allen Verträge verpasst habe, sehen wir uns dann wieder.